Herzlich willkommen. Heute darf ich die schöne neue Leica SL2S vorstellen. Ich zeige Ihnen Fotos, das Video, das ich damit gedreht habe, und gehe auf die Eigenheit auf dieser Kamera ein. Ja, die neue Leica SL2S ist, wenn man sie vergleicht, mit der SL2 von der Abmessung vom Gehäuse her eigentlich nicht anders. Also wir haben eigentlich genau die gleichen Abmessungen, die gleiche Finish. Es ist auch Aluminiumblock, der eigentlich gefräst wird für die Topplatten und auch für die Bodenplatten. Und man sieht, eigentlich der einzige Unterschied von außen ist, dass die Beschriftung hier schön schwarz daherkommt, auch oben. Die Bezeichnung des Geräts selber sehe ich quasi nur, wenn ich es ein richtig ins Licht nehme, sehen wir, dass da Leica SL2S drauf steht. Und da hat man das noch etwas offensichtlicher gemacht mit der weißen Beschriftung. Versorgen die mal. Die SL2 hat im Vergleich zur SL2S 47 Millionen Bildpunkte gehabt. Also man hat jetzt hier bewusst auf 24 Millionen Bildpunkte abgefahren. Dafür hat man entsprechend größere empfindliche Pixel. Zusätzlich ist das ein BSI-CMOS-Sensor, also ein hintergrundbeleuchteter Sensor, der viel bessere Empfindlichkeit bringt, noch einmal, als beim normalen CMOS-Sensor. Das heisst, wir haben hier viel höhere Empfindlichkeit, viel geringeres Rauschen. Das Rauschverhalten ist wirklich auf einem sehr hohen Niveau. Die Kamera kann bis in so 100'000 Empfindlichkeit aufgeschraubt werden. Klar, also jetzt habe ich ein paar Tests gemacht, ich kann euch das noch zeigen. Bei 25'000, wenn ich dann noch ein bisschen korrigieren oder so, sieht man es dann schon auch, dass es mal rauscht, aber es ist wirklich auf einem sehr guten Niveau. Und ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen das, was die Idee war hinter der SL2, dass man eine Kamera bringt, die vielleicht fast ein bisschen bessere Allrounder kann sein. Mit 24 Millionen Bildpunkten tut man nicht unbedingt unnötig Festplatten füllen. Ich kann gleich recht grosse Prints machen. Ist also überhaupt kein Problem, ein 60-90 mit 24 Megapixel rauszulassen, und das sieht wunderbar aus. Andererseits hat man auch die bessere Empfindlichkeit für zum Beispiel zu filmen oder auch den höheren Dynamikumfang, je nachdem, gegenüber einem höher auflösenden Sensor. Also dort, wo es nicht unbedingt gefragt ist, die Detailschärfe oder die Möglichkeit zum Reinkroppen, habe ich mit 24 Millionen Bildpunkten sicher eine super Lösung. Die Kamera bietet 25 Bilder pro Sekunde mit elektronischem Verschluss im DNG, also einfach im RAW, nicht JPEG. So schnell kann sie dann nicht Daten schreiben. Aber im RAW, was eigentlich von mir aus spannender ist, ist sie extrem schnell. Sie macht bis 9 Bilder pro Sekunde mit einem mechanischen Verschluss. Und dass das super läuft und die Kamera nicht irgendwie an eine Grenze kommt beim Schreiben, hat sie 4 GB internen Pufferspeicher. Und kann so also eigentlich wirklich für Action entsprechend eingesetzt werden. Video ist sehr wichtig jetzt gewesen, offenbar bei der Entwicklung von dieser Kamera. Also man hat dort viel Wert darauf gelegt, dass die Kamera jetzt neu 10-Bit intern aufzeichnen kann, und zwar in einem 422 Color Sampling. Gegenüber eigentlich vorher 8-Bit, 420, haben wir hier Möglichkeit, viel die bessere Farbdetail-Aufzeichnung zu machen. Also das heisst, 422 Color Sampling ist schwächer komprimiert in den Farben. Und das 10-Bit hat natürlich entsprechend mehr Farbtiefe, die man darauf aufzeichnen kann. Das heisst, wir haben mehr Dynamikumfang, den wir aufzeichnen können. Wir können besser irgendwie V-belichtete Aufnahmen entsprechend noch korrigieren. Und es lässt einen zu mit dem L-Log, also mit dem flachen Profil, das ich aufzeichne, viel besseres Grading können zu machen. Mit 10-Bit macht es effektiv Spass, ein bisschen an diesen Farbinformationen herumzuziehen und können zu bearbeiten. Eigentlich, wie man es ein bisschen von einem RAW kennt bei der Fotografie. Klar, mit 10-Bit nicht gerade wie ein RAW mit 14 oder 16-Bit Möglichkeit, aber gleich, man ist wirklich auf einem viel besseren Spielraumniveau, das man hat gegenüber dem 8-Bit-File.
Wenn wir noch bei den Videofunktionen bleiben, die Kamera hat die Möglichkeit, intern eben 4K aufzuzeichnen, 4K DCI-O, also 4096 Pixel oder 3840 Pixel mit dem Quad Full HD 4K. Mit 24, 25 oder 30 Frames pro Sekunde im All-Intra-Codec, also 10-bit-422. Oder, was sie auch kann, sie kann 60 Frames pro Sekunde, aber dann im Longop 8-bit-420. Und dann kann ich dann 50 oder 60 Frames pro Sekunde auch auswählen. Wenn ich aber wirklich die beste Qualität will, dann bin ich halt ein bisschen eingeschränkt, dass ich maximal 30 Frames pro Sekunde machen kann. Aber die wirklich auf einem sehr guten Qualitätsstandard. Wir haben auch neu keine Limitierung mehr in der Aufnahmedauer. Also man kann eine halbe Stunde und länger aufzeichnen, ohne Probleme. Es tut nicht einen Stopp machen oder irgendetwas so. Hat einen vollen HDMI-Anschluss, also den grossen HDMI-Anschluss. Ich kann schnell dir zeigen. So, da. Grosse HDMI-Anschluss für zum Beispiel auf einen Atomos-Recorder oder auf einen Monitor. Dann haben wir den Kopfhöreranschluss, der gleichzeitig als Fernbedienungsbuchse gilt. Und dann haben wir oben noch den Mikrofonanschluss, den ich auch als Fernbedienungsbuchse kann brauchen kann. Also je nachdem, was ich brauche, kann ich den einen oder andere nachher noch frei für zum Beispiel das Fernbedienen. Sie hat genau gleich wie die SL2 den iRes-Sucher, der 5,76 Megapixel Auflösung bietet, also wirklich sehr ein scharfes Bild im Sucher bringt. Wir haben einen IP54-Schutz, also es ist überall eigentlich abdichtet. Man sieht es hier vielleicht schnell. Schwierig, he? Wir haben hier überall so Gummilippen dran, schon beim Akku. Fach, das genau gleich die gleiche Mechanik hat, wie man sie kennt. Also man kann entriegeln hier und nachher zeige ich es noch schnell und nachher draufdrücken, kann ich den rausnehmen. Also hier ist wieder eine Gummilippe drin, am Akku selber entsprechend, dass es wirklich dicht ist. Auch hier der Anschluss noch für einen Hochformatgriff, wo ich die Möglichkeit habe, alles abdichtet. Also mit IP54 haben wir einen Schutz, der gegen Wasser und Staub eigentlich wirklich super verhält. Nicht mit dem Gartenschlauch drauf haben, aber Regen ist ganz sicher kein Problem und Staub an sich auch nicht mit IP54. Dann hat die Kamera im Gehäuse, also der Sensor, stabilisiert, sogenannten IBIS, der mehrfach, also mehrachsig gelagert ist und Stabilisierung so in allen Achsen eigentlich machen kann. Das heisst, wir brauchen keine stabilisierten Linsen, sondern die Kamera selber macht das sehr, sehr gut und kann für das Fotografieren für längere Verschlusszeiten zu haben, genutzt werden, aber natürlich auch für das Filmen aus freier Hand sehr gut kann eingesetzt werden. Die Kamera bietet 2 SD-Karten-Slots. Und zwar sind das sogenannte UHS-2 SD-Karten-Slots. Das sind die Speicherkärtchen mit der doppelte Reihe an Kontakt, die man im Idealfall braucht. Und so eigentlich nicht nur beim Fotografieren sicher kein Problem hat mit Serienbildern, sondern auch schnellere Datentransfers zum Computer ermöglichen. Zu erwähnen vielleicht noch etwas, was nicht alle Kameras mehr haben. Klar, die SL2 hat das auch schon gehabt, aber wir haben hier eigentlich ein super Display oben drauf, wo mir eigentlich alle wichtigsten Sachen gerade direkt zeigen. Und zwar ist das ein Display, das eigentlich keine Hintergrundbeleuchtung braucht, wenn es genügend Licht hat. Man sieht es so. Und wenn ich natürlich im Dunkeln arbeite, ist es beleuchtet, dass ich auch so eine Einstellung alles kann sehen kann. Wenn ich einmal aufs Menü drücke, dann komme ich da eigentlich in diese Ansichten hier. Das ist die Schnellansicht, wo ich auch direkt Sachen verstellen kann. Zum Beispiel kann ich sagen, ich will Video machen, dann kann ich hier umschalten, dann sehen wir dann die helle Darstellung, damit man weiss, wo man ist. Oder eben wieder zurück in den Fotomodus, da kann ich zum Beispiel die Betriebsart wählen, entweder per Touch oder auch mit dem Rädchen. Je nachdem, zum Beispiel Finger hat man meistens an, kann ich das da hier auch mit dem Rädchen vielleicht einfacher machen. Hauptmöglichkeit, Blende per
Slider zu verstellen, aber auch per Cursor oder eben Einstellrädchen. Man hat auch die verschiedenen Funktionen im Autofokus, die ich einstellen kann, von intelligentem AF über AFS, wo eigentlich Einzel-AF ist, AFC kontinuierlich an AF oder eben auch manuell fokussieren. Bei der Empfindlichkeit habe ich die Möglichkeit, eine Automatik einzustellen oder aber natürlich auch komplett manuell. Für das können Sie umschalten, wiederum das Rädchen am besten gerade geeignet. Finde ich fast am gäbigsten. Es geht ab auf 50 oder eben auf bis auf 100'000. Beim Video, wenn ich im Cine-Modus bin, dann habe ich eigentlich ab 400 Möglichkeit. Im normalen Nicht-Cine-Modus kann ich ab auf 50. Der Cine-Modus ist eigentlich der, wo ich nachher auch das Log L-Log-Profil laden kann und auch entsprechend so möglichst beste Aufnahmequalität erzielen, für auch noch zu graden nachträglich. Das ist so ein bisschen das Funktionsmenü, wo ich sehr schnell zu allen Sachen komme. Klar, die Kamera hat dann selber auch noch ein Menü, das etwas weitergeht, aber auch das ist sehr übersichtlich dargestellt. Wenn ich es noch einmal drauf drücke, komme ich dann hierher. Dann sehe ich da die Situation da, kann er mit dem Cursor eigentlich hin und her schalten und tiefer ins Menü rein oder über die Menütaste einen Menüpunkt weiter, also eine Menüseite weiter, so muss ich sagen. Das Ganze gibt es natürlich auch noch in Deutsch, selbstverständlich. Das ist klar. Etwas, was ich noch nicht erwähnt habe, ist Vielseitigkeit vom L-Mount. Also wir haben die Möglichkeit, neben der Leica-Linse L-Mount auch entsprechend Panasonic-Objektiv zu verwenden, die von Leica zertifiziert sind. Das gibt zum Beispiel jetzt ein 70-200, wo von der Panasonic mit Blende 4.0 ein sehr gutes Objektiv ist. Und da steht dann eben Certified by Leica, sorry. Voilà, da sehen wir es. Aber hat auch die Möglichkeit, zum Beispiel Sigma oder andere Hersteller, die auch Linsen machen, für das System natürlich entsprechend zu verwenden. Und, da finde ich jetzt besonders spannend, es gibt natürlich auch einen Adapter für die Leica M-Optiken zu adaptieren. Und also wirklich mit der vollen Automatik, respektive mit der vollen Datenübertragung. Das heisst, man hat die Beleuchtung für die Codierung, die es übernimmt, und kann das entsprechend sehr gut vollumfänglich einsetzen. Und es wird auch erkannt, welches Objektiv das ich drauf habe. Zur Bildschärfe, zur Hilfe. Da hat man natürlich verschiedene Möglichkeiten von Ausschnittvergrößerung über Peaking, Focus Peaking, die man entsprechend einstellen kann. Und so hat man natürlich sehr handliche kleine Lösungen und kann eigentlich mit einem qualitativ extrem hochwertigen Leica M-Objektiv auch noch ein bisschen mehr, vielleicht zum Teil auch mit älteren, ein bisschen Charakter bringen oder halt wirklich die optimale Bildqualität rausholen bei den ein bisschen neueren Linsen. So, ich glaube, jetzt etwas alles gesagt über die Kamera. Jetzt wäre es auch Zeit, dass wir mal noch etwas Bildmaterial anschauen. Ich gehe zuerst auf die Fotos ein und können dann erst später noch etwas Video anschauen. Jetzt sehe ich einfach hier mal ein paar Bilder. Ich schalte auch ein bisschen durchschalten, etwa mal eins ein bisschen vergrössern. Da finde ich, sieht man sehr schön Detailschärfe, wo die Kamera hat, wenn man da in einen Ausschnitt hineingeht. Ich bin grosser Fan vom 35er 2.0. Ich habe ehrlich gesagt fast nie ein anderes Objektiv getroffen. Ich glaube eigentlich gar nie beim Fotografieren jetzt. Ich bin auch einer, der halt sehr gerne Offenblendung fotografiert. Ich finde, das ist eigentlich das, was es ein bisschen ausmacht, wo so eine Kamera abhat von einem normalen Smartphone-Bild. Und
hat da manchmal vielleicht auch ein bisschen Nerds bei der Scharfeinstellung. Aber ja, schlussendlich, wenn man 2-3 Aufnahmen macht, ist vielleicht die eine oder andere Mal nicht ganz scharf. Das hängt jetzt aber nicht unbedingt von der Kamera ab, sondern halt manchmal schon, wie man sich selber auch noch bewegt. Aber ich finde eigentlich, meistens ist es der Wert, wenn man nachher Bilder anschaut, dass man auch die Möglichkeit hat, mit der Unschärfe ein bisschen zu spielen und gewisse Sachen ein bisschen in den Vordergrund zu bringen. Also die Schärfe jetzt hier auf die Haustür, nicht auf einen Windfang im Hintergrund. Und auch nicht auf die Innentür, die wir hier noch einmal sehen. Wir haben eigentlich schön immer die Kassetten noch einmal dargestellt. Die Kamera kann sehr hohen Dynamikumfang aufzeichnen. Also man hat wirklich dunkel innen, hell draussen, aber Gleichzeichnung. Und das, finde ich, macht wirklich den Sensor auch ein bisschen aus. Da sind wir noch ein bisschen spazieren, rund um grosse Folter im Wald. Wir haben hier sehr schöne Detailschärfe. Schalten da mal ein bisschen weiter. Da haben wir irgendein lustiges Pilz. Keine Ahnung, was das ist. Und sonst noch irgendein kleiner Bewohner. Nicht ganz scharf, aber bin ich ein bisschen zu wenig bewandert in solchen Sachen. Das ist ein bisschen freundlicher. Aber wir sehen auch hier sehr schön im Gegenlicht. Wir haben relativ noch viel Zeichnung. Es war wirklich schattig, das aufgehellt, ganz klar. Da wiederum Gegenlicht, scharf, eher ein bisschen dunkel. Hier habe ich wirklich das Schaf mal aufgehellt. Das ist klar eher ein bisschen HDR-mässig, vielleicht gerade ein bisschen zu extrem. Aber man sieht sehr schön, wie die Zeichnung da ist von dieser Kamera. Ich kann jetzt vielleicht hier gerade schnell die zeigen, wie das ausgesehen hat, also was ich da alles gemacht habe. Wir haben da wirklich stark Belichtung korrigiert. Ich habe eigentlich den Himmel die Informationen drinnen wollen, darum habe ich das so stark korrigiert. Aber ich konnte wirklich eigentlich die Lichter zurückholen nach dem Belichtung korrigieren. Also wir haben da enorm viel Spielraum mit dem Bildsensor. Hier wiederum schön aufgelöst im Hintergrund. Jetzt zeigt es mir Dings da, so, voilà. Aber im Vordergrund eine extrem schöne Bildschärfe. Klar, das hängt sicher jetzt auch vom Objektiv ab. Die sind wirklich sehr, sehr gut. Da kommt dann langsam ein bisschen das Nebel auf. Man sieht jetzt da so ein bisschen. Und da bis am Rand raus, schöne Bildschärfe. Es ist extrem keine, gut, es ist jetzt wieder mehr das Objektiv, aber keine chromatische Aberration oder irgendetwas qualitativ wirklich absolut top. Und der Sensor kann sehr gut umgehen mit den extremen Belichtungssituation. Also ich kann das holen, die Lichter dann wieder abkorrigieren, extrem viele Informationen in diesem Bild. Und das ist von mir ein klarer Vorteil von einem 24 Millionen Bildpunktsensor, der höhere Empfindlichkeit respektive einfach größere Pixel hat, das auch einen höheren Dynamikumfang kann wettmachen. Und das mit da wirklich noch viel Detail, eigentlich bei einer 100 Watt nicht Glühbirne, Halogenbirne, wo doch recht hell ist, sehen wir fast noch das, den Wolframbau gesehen, einfach eben den Glühdraht. Schaltet da einfach ein bisschen schneller durch. Ist wieder schön Detailschärfe hier. Gute Struktur, Darstellung. Dann sind wir hier ein bisschen bei weniger Licht, immer noch ISO 400 zwar, Blende 3,5, Verschlusszeit war etwas länger. Aber auch hier wir haben wirklich die Möglichkeit, die Informationen zu holen. Es ist alles da, ich kann auch die Beschriftung von dieser Jukebox, also von den einzelnen Songs, kann ich lesen.
Nicht ein Krätzerli. 1959 ist die Jukebox. Also, es ist okay, wenn sie ein bisschen Kratzer und ein bisschen Spuren hat. Da wiederum noch ein bisschen Struktur. Es ist jetzt da im, es darf die Lampe gehen. Wirklich sehr gute Bildschärfe. Wiederum kein Chroma. Also eigentlich, man sieht nie irgendwie einen Farbzoom und doch sehr extreme Kontrast. So, da gehen wir ein bisschen mehr in die Nacht rein. ISO 6400 jetzt. Da ist das Rauschen sichtbar. Ich habe aber auch ein bisschen korrigiert. Also muss schon klar sagen, ich habe die Belichtung ziemlich gezogen. Eigentlich ist das Bild, und das ist jetzt ein bisschen krass, hat das so ausgesehen. Also das habe ich bewusst so belichtet, für, dass ich die Informationen noch habe, da, vom Fenster drin. Also ich sehe eigentlich hier bis hinten in die Küche und da eigentlich vor der Tochter das Zimmer. Und kann das nachher korrigieren. Klar, jetzt müssen wir wirklich noch eine Rauschunterdrückung drauf tun, wenn ich das so extrem ziehe. Dann bin ich extremer gegangen mit 25'000 ISO. Wenn ich gerade jetzt auf 100% gehe, ist das brutal. Also das ist klar, es ist wirklich sichtbar. Aber nicht ganz so heftig reinzoomen, habe ich die Möglichkeit, wirklich das gut so zu nutzen und allenfalls noch Rauschunterdrücker drüber zu klepfen. Das gleiche noch einmal quer. Dann wiederum mit ISO 400, 2.0 drinnen. Ich will auch schnell die zum zeigen. Ich habe die Belichtung auch schon wieder ein bisschen korrigiert. Selbst wenn jetzt das Bild eben ein bisschen zu hell aufgenommen ist, kann ich das gut ein bisschen korrigieren. Die Lichter jetzt hier auf der Hand. Ich habe die Zeichnung, ich kann die abholen, dass es nicht so ausgefressen ist entsprechend. Heute Morgen zu Bern. Coole Stimmung war. Auch da schon wieder von der Belichtung her ein bisschen zu dunkel belichtet im Gegenlicht. Das ist durchaus normal. Kann das hier holen. Nicht die Sonne, natürlich. Das bringe ich nicht her. Das ist zu viel Dynamikumfang. Also da sieht man sehr schön auch wieder keine Chroma-Fehler. Super knackig, scharfe Aufnahmen. Ich schaue mal, ob der Schärfe immer irgendwo auf einem Schild oder ich muss nicht reinzoomen. Da, voilà. Auf dieser Ebene. Ja. Da hat man schon ein bisschen mit dem Seeing auch ein Problem, aber ja, die Schärfe ist wirklich da auf dieser Ebene vom Masten. So, das war es zu den Fotos. Jetzt zeige ich gerne jetzt noch das Videomaterial. Wir sind ein bisschen durch Bern gelaufen und haben uns ein bisschen gut gegeben. Ein Käfeli gehabt, bei noch relativ schönem Wetter. Und dann am Schluss noch im Dakeli einen kleinen Drink haben. Viel Spass! Thank you.
Ja, dann kommen wir schon zum Fazit. Es hat wirklich sehr, sehr viel Spass gemacht, mit dieser Kamera zu fotografieren. Es ist eigentlich sehr erfrischend, wie einfach eben Menüs oder generell der Aufbau für die Kamera kann sein, mit keinem Schnörkel, nicht zig Sachen, die irgendwie mich irritieren, sondern man ist sehr konzentriert im Fotografieren und das lenkt dem nichts ab und das finde ich ist sehr angenehm gewesen. Klar, am Anfang vielleicht habe ich schnell ein paar Sachen gesucht, aber eigentlich braucht man ja wirklich nicht viel. Und ich habe mich ertappt, dass ich nicht wie sonst meistens mit Blendenvorwahl arbeite, sondern hier fast noch lieber manuell, komplett manuell gearbeitet habe. Habe nachher auch wieder noch die verschiedenen Messmethoden und Autofokus-Modis umgeschaut und ausprobiert. Und es ist wirklich sehr angenehm. Ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen wie reduced to the max, also wirklich einfach reduziert, um das Beste rauszuholen. Und das ist Leica sehr, sehr gut gelungen. Beim Fotografieren ist es so, dass halt von der Empfindlichkeit her, sie hat wirklich eine höhere Empfindlichkeit, ist vielleicht nicht auf einem Niveau, wie es irgendwie andere Kameras mit irgendwie 12 Millionen Bildpunkten im Lowlight extreme Daten herbringen. Aber vergleichbar mit anderen 24 Millionen Bildpunkten sicher auf einem gleichen Niveau ist. Der Dynamikumfang ist super. Also wir haben wirklich sehr viele Informationen, die man holen kann, auch wenn das Bild falsch belichtet ist. Ich kann wirklich im Gegenlicht Informationen holen, habe aber gleich die Informationen vom Himmel noch drin. Also es ist nicht ausgefressen. Ich habe die Tiefe, die ich aber lüpfen kann, hat man sehr schön gesehen. Und auch kombiniert mit diesen tollen Optiken, also jetzt gerade von mir aus gesehen immer noch das Highlight, das 35-200, finde ich wirklich sehr, sehr schöne Optik. Es bringt mir unglaublich schöne Bilder her, eigentlich ohne gross Tam-Tam, einfach drauf los, fotografieren. Beim Filmen, es ist mir gesagt worden, eben die Kamera sei wirklich besser in Sachen Filmen, mit ein paar Features mehr, All-Intra-Codec mit 10-Bit 422 Color Sampling. Und auch, dass man einen ununterbrochen aufzeichnen kann. Gut, das habe ich jetzt nicht gebraucht. Ich müsste irgendwie ein Theater filmen oder so, dass es entscheidend wäre. Aber ich wollte dort wirklich bewusst ein bisschen schauen, wie weit die Automatik geht. Jetzt zum Beispiel beim Autofokus. Man hat ja Gesichtserkennung und eben sogar eine Körpererkennung. Und das ist wirklich noch erstaunlich gut gegangen. Ich bin immer ein bisschen skeptisch mit Autofokus beim Filmen. Respektive, es ist etwas, das für seine Kameras eigentlich also im Kinofilm nach wie vor nicht genutzt wird. Aber gerade bei Kameras dieser Art, die vielleicht eben nicht unbedingt voll professionell eingesetzt werden, ist das durchaus eine willkommene Funktion, dass man Autofokus integriert hat. Sie läuft sehr schön, solange das Gesicht auch wirklich gut erkennbar ist als Gesicht. Ich habe einfach so ein bisschen gemerkt, dass wenn es auf die Seite wegschwenkt, dann kann es manchmal sein, dass der Fokus verschwindet. Das ist dann halt ein bisschen schwierig. Dort macht es Sinn, dass man dann vielleicht halt den Autofokus aktiviert und dann deaktiviert auf manuell umstellt, für wenn jetzt nicht viel Bewegung drin ist. Es war halt auch etwas schwierig, vielleicht mit dem Gimbal, den wir gedreht haben. Wenn ich natürlich einen Schwenk mache und es nicht mehr im Zentrum ist, mit der Spot-AF-Messmethode, dann ist natürlich der Zack weg auf den Hintergrund und so Zeug. Aber es sind halt so die Schwierigkeiten, die man beim Filmen halt eh hat. Das ist beim Fotografieren ein bisschen einfacher, wenn ich einzelne Momente aufzeichne und beim Filmen halt wirklich noch einen Schwenk und irgendetwas drin habe. Dort, habe ich das Gefühl, würde ich auch vermehrt eher noch ein manuell fokussieren. Hingegen, die Bildqualität ist absolut top. Mir gefällt der Bildstil sehr. Es ist das L-Log, wo man kann ein sagen, ein Ari C-Log entsprechend ein bisschen ist. Es ist wirklich sehr flach. Man kann sehr viel graden, bevor man irgendwo klippt oder so. Und kann eigentlich mit dem LUT jetzt mal schnell das Ari to Rec 709 LUT drauf da. Sieht super aus, aber man kann auch mit anderen LUTs arbeiten oder natürlich ganz viele Stile entsprechend noch ein bisschen drüber legen. Ich habe jetzt nicht höllentief Farbkorrekturen oder so gemacht, aber die Möglichkeiten sind fein gross damit. Mir gefällt aber wirklich sehr der Look, den ich halt mit der Optik zusammen habe. Und die hohe Farbtiefe, die man mit dem 10-Bit so herholt, gefällt mir sehr gut.
Vom Stromverbrauch ist allgemein zu sagen, komme ich recht weit mit dieser Kamera. Es war jetzt wirklich kalt, bei 5 bis 7 Grad, als ich am Arbeiten war. Also Nacht, also gar noch etwas älter. Und man kommt das mit einer Akkuladung, mit kombiniert Filmen und Fotografieren, wirklich sehr weit. Da habe ich also überhaupt nichts zu meckern dran. Und auch in Bezug auf Handling mit den Fotos, also jetzt die ja, 64er-Karte drin und habe ich, ich glaube, jetzt kombiniert auch etwa 60, 70 Bilder gemacht und noch etwa 20 Minuten gefilmt. Also, es ist eigentlich eben von mir aus gesehen der Sweet Spot mit diesen 24 Millionen Bildpunkten fürs Fotografieren. Die Filmdaten, klar, mit 10 Bit 422 wären doch gerade ein bisschen grösser als mit der schnell da irgendwie 20 Giga oder mehr, wenn ich noch kurz etwas filme, zusammen. Aber es ist absolut im Rahmen und ich finde, das ist eben gleich auch noch ein bisschen wichtig. Wenn ich nicht unbedingt weiss, was brauche an Daten, kann man sich so ein bisschen einfacher machen und spart dann vielleicht ein bisschen das, was ich ein bisschen mehr ausgebe hier, auch wieder ein bisschen bei den Festplatten. Kommen wir zum Preis. Die Kamera wird für rund 5'000 Franken erhältlich sein. Und eigentlich in den nächsten Tagen schon bereits gibt es die ersten Modelle geliefert. Klar, am Anfang sicher wird es da noch ein bisschen Engpässe geben. Darum tut vorbestellen, wenn ihr Interesse habt an so einer Kamera. Können Sie sich anschauen, vielleicht auch die SL2 mal noch anschauen. Allenfalls ist das die richtige Kamera. Aber die SL2S, von mir aus gesehen, der Allrounder unter den Leica SL-Modell. Und vor allem für die, die noch etwas mehr noch filmen wollen, habe ich hier wirklich eine Kamera, die sich in beiden Welten komplett wohlfühlt. Merci vielmals fürs Zuschauen. Ade, bis zum nächsten Mal.